So, jetzt machen wir mal der Reihe nach hier. Wie man Spiele objektiv richtig bewertet. So, und zwar Advance Wars. Wollen wir gar nicht drüber reden, ne? Advance Wars ist ein riesengroßes, geiles Franchise. Es ist super. Was soll ich denn dazu sagen? Advance Wars ist toll. Es ist rundenbasierte Strategie mit verschiedenen Einheiten. Nicht zu kompliziert. Du hast ein Schachbrett. Es ist, ich habe es ja Lance damals auch im Endeffekt verkauft mit, es ist Panzerschach. Es ist Schach mit Panzern. Hast du deine verschiedenen Einheiten halt und ja. Riesengroßes, geiles Franchise, wo ich noch nie gehört habe. Okay. I have the, es ist super. Ich habe es als Gameboy-Spiel da. Ich habe es als Switch Remaster da. Es ist Panzer. Was? General Law oder Hexes? Was für ein Ding? Pferd spricht schon wieder komische Dinge. So, also. Ja. Ich habe es in meiner Kindheit geliebt. Ich liebe es heute noch. Panzer General. Kenn ich auch nicht. Deswegen, das ist definitiv S-Tier. So, Animal Crossing. Ja. Das ist jetzt so die Sache. Animal Crossing habe ich selbst nie gespielt, weil ich weiß, dass ich es wahrscheinlich bocklangweilig finden würde. Ich gucke da gern zu. Das ist so ein Spiel, das ich dann bei anderen Streamern nebenbei eben laufen lasse, wenn ich, weiß ich nicht, an mir rumspiel, Essen mache, irgendwas anderes mache. Dann ist das super. Da verpasst man nicht viel. Es passiert halt auch nichts groß. Ich habe mitbekommen, dass da ein Remake rauskam für die Switch. Also von Advance. Ja, siehste. Und ich versuche momentan auch eine günstige Version von Dual Strike, glaube ich. Nee, nicht Dual Strike. Dark Conflict, glaube ich, wurde mir sehr ans Herz gelegt, weil die Story sehr düster sein soll, zu organisieren. Es geht halt immer so für 30, 40 Euro auf eBay weg. Ist mir halt zu viel. Verschwinde, nachdem sagte, er spielt an sich rum, wenn er Stream schaut. Ihr weißt, was ich meine. So, Animal Crossing. Wie klassifizieren wir denn die Tiers? Also S-Tier ist mega geil. Also D-Tier ist ja eigentlich schon, da ist halt wirklich lame. Das ist schon gar nicht so geil. Deswegen, also ich weiß nicht, ob ich es in ein B-Tier... B für boring? Machen wir mal B für Boring. Ja, also Bayonetta. Bayonetta ist ein geiles Action-Hack'n'Slay. Dass Nintendo sich diese IP überhaupt gekauft hat. Das verstehe ich immer noch nicht. Aber ist, würde ich sagen, A-Tier. Ist ein schöner, super ass, beste, krass Dave-Tier. Wow. Ich fährt los. Von oben geil bis unten. Kenne ich nicht. Also Fragezeichen ist, kann ich überhaupt nichts zu sagen. Zum Beispiel, können wir gleich mal reinpacken. Rhythm Heaven. Weiß ich nicht. Noch nie von gehört. Was ist Rhythm Heaven? Kenne ich nicht. Deswegen. Nur dafür habe ich den... Ich habe, während ich die Szene gemacht habe, also das schon mal hingepackt habe, habe ich schon gedacht, Rhythm Heaven nie gehört. Ich brauche schon mal ein Fragezeichen-Tier. Nur L für Bayonetta. Ja, Devil May Cry ist ein Ticken geiler einfach noch. Das Ding. Bayonetta ist A-Tier. Also A-Tier ist schon richtig geil. Ding Donkey Kong. Boah. Wenn wir jetzt über den alten Arcade Donkey Kong reden, dann fuck off. Ja, ist mir viel zu schwer. Ansonsten die anderen Donkey Kong Teile habe ich leider nicht gespielt, muss ich gestehen. Also weder die SNES-Teile noch irgendeinen. Ich würde... Es ist halt ein Plattformer. Ich würde Donkey Kong einfach mal ein gutes B geben. So wäre ein Dr. Mario. Es ist... Nee. Ich hasse solche Spiele. Diese Pillenkacke mit Rotieren und bla. Das ist auch in... Da was da irgendwo hatten. Mario Party. Mario Party 3 hast du nämlich auch so ein Dr. Mario-eskes Spiel. Und das hasse ich. Das ist furchtbar. Warum dauert es ewig? Ich würde A-Tier verstehen bei Bayonetta. Wenn es dann DMC für Nintendo geben würde. Ja. Also A-Tier ist... Es ist halt nicht perfekt. Es ist ein witzig, es macht Spaß. Also die Bayonetta-Spiele... Ich habe 2 durchgespielt und 1 und 3 so ungefähr zur Hälfte gespielt. Deswegen, Bayonetta macht schon Spaß. So, Fire Emblem. Fire Emblem ist im Endeffekt nichts anderes als Advance Wars, weil es auch vom selben Macher ist. Nur halt mit... Ja, ein bisschen mit Magie, also so Witter, Magie, so eine kleine Fantasy-Welt. Irgendwie hat's aber bei mir nicht
so richtig gezündet wie in Advance Wars. Ich weiß nicht warum. Das. Boah. Link, ist es Schwarm? Finde ich es schlechter als Advance Wars Fire Emblem? Weil es zu viel Dialog ist? Ich glaube, das ist mir damals auf die Nerven gegangen, weil ich halt einfach nur die Story spielen wollte und ja, es wurde einfach shit ton geredet. Es ist schon ein wirklich geiles Spiel, aber im direkten Vergleich stinkt es halt für mich gegen Advance Wars irgendwie ab, weil es ein bisschen zu. Es wurde zu überkompliziert. Komplexität. Es ist schwerer. Also, was heißt nicht schwerer? Ja, es hat mehr Mechanics. Bei Advance Wars ist halt einfach Infanterie gegen Panzer. Infanterie ist kacke dagegen. Panzer macht Bumm, Infanterie weg. Das verstehe ich. Aber da kam noch so ein, ja, Schere-Stein-Papier-Prinzip hinzu, das dann ein Hill war. So, F-Zero ist mindestens ein A-Tier. Das Problem ist, also es ist wirklich geil und ich wünsche mir so sehr eine Fortsetzung. Hallo Karten, dann schieb mal hier rüber. Ich wünsche mir wirklich ein neues F-Zero. Es macht einfach Laune. Es ist kein Fun-Racer wie zum Beispiel ein Mario Kart, aber es ist ein solider, schneller, wichtiger Racer. F-Zero war das langweilige Mario Kart ohne Items, oder? Herbst, Vorsicht jetzt. Junge Dame, passen Sie auf, was Sie hier sagen, ne? Da es halt auch für den GameCube, eine Nintendo-Konsole später, also nicht in-house, aber Underground 2 gab, packe ich es mal in A-Tier. So, Golden Sun, kann ich nichts zu sagen. Dann spielen wir aber bald. Allzu lang dauert es nicht mehr. Hit the Girls nie gespielt. Kommt auch in den Fragezeichen-Tier. So, Kirby. Boah. Ich hoffe, Strategy ist nicht da. Ja, das ist so die Frage. Kirby B oder C Tier? Es ist nicht schlecht, aber sie sind jetzt auch echt nicht spannend. Machen wir B Tier. Doch, die Mechanics mit dem Aufsaugen und dass du andere Fähigkeiten bekommst, ist ja eigentlich ganz witzig. Es ist ein B Tier. Luigi's Mansion. Ich habe nur den zweiten Teil gespielt. Der war... Ja... Hallo, was war denn der Golden Sun SS-Tier? Habe ich nicht gespielt, deswegen Fragezeichen-Tier. I'm sorry. Ein F-Zero ist das Pixel-Wipeout. Oh, Wipeout war aber geil. Also, aber auf Golden Sun freue ich mich. Ich habe es schon öfter gesagt, als Kind immer haben. Mittlerweile ist es ja auf der Switch im GBA-Emulator mit drin. Deswegen, da freue ich mich richtig drauf. So. Wir haben es gerade noch gespielt. Wahnsinn. Chat lyncht mich jetzt gleich, wenn ich das da reinpacke, oder? Ich kann einfach nur für Sticker Star Saga reden. Nee, es ist nicht so nervig, aber ich kann nicht über ein C-Tier bei mir. Mario Kart, netter Funracer. Kein S-Tier. Absolut kein S-Tier. Weil, also ganz einfache Begründung, warum ist Mario Kart nicht S-Tier? Rubberbanding. Dieses komplett eingebaute Rubberbanding, dass auch der letzte Vollhorst immer noch irgendwie mitspielen kann. Nee, wenn er scheiße ist, dann hat er auch überwunden zu werden. Echt, ja. Das ist sowas Mario Kart von einem perfekten. Also, wenn Mario Kart einfach wirklich ist, dass dein Skill belohnt würde und du halt einfach dadurch einen ordentlichen Vorsprung rausfährst, dann wär's perfekt. Aber so wie es ist, dieses blöde Family-friendly Rubberbanding? Nee. Weg. Weg den Dreck. Mario Party. Wir werten das Mario Party Franchise an sich. Mario Party ist immer fun. Ich überlege gerade, was hält's von dem S-Tier ab? Also A-Tier ist das Minimum. Was hält's von einem S-Tier ab? Eigentlich nichts, oder? Eigentlich, du würfelst, es ist random. Die Minispiele sind... Milchi, hallo, erstmal und langsam. Ich muss ja meine... Was? Dice-Server? Dice-Server? Was? Herbst die wie meinen?
Die Server. Die Online-Server. Ach so. Ja, gut. Ich sehe das, also gut, Mario Party, ich bewerte es wirklich so einfach, was das Spiel ist und was es macht. Und ja, actually, es macht nichts falsch. Du hast Minispiele, der eine Begriff das Spiel, der andere das Spiel. Du würfelst, das ist random. Es hat wenig mit Skill zu tun, abseits der Minispiele. Und die kannst du üben. Von daher, nee, S-Tier ist, glaube ich, für Mario Party gerechtfertigt. So. Nach zweimal Spielen ist es langweilig. Das ist ein Satz, der kommt noch. Komm, weil du es gerade gesagt hast, nach zweimal Spielen ist es langweilig. Nach einmal Spielen ist es langweilig. Es ist witzig, aber es hat null Wiederspielwert. Ich habe Gold hier, wir haben hier im Stream schon auch eins angespielt. Da wird schnell langweilig. Es ist, wie gesagt, witzige Idee, ja. Für so einen 10-Euro-Titel absolut. Aber Mario Kart Gold hat damals 30, 40 Euro gekostet? Gar nicht. Idee gut, ja, aber mehr nicht. Und dann hätten wir gleich dein Argument. Mario Kart ist ein Tag durchsuchten, danach vergessen. Ja, ziemlich das. Und dann kann man das wieder spielen, ja, irgendwann. Ich sag dir was, es macht mehr Spaß als andere Multiplayer auf Nintendo-Konsolen. Das ist auch ganz Super Mario. Super Mario, da reden wir jetzt über 64, Sunshine. Oh, Sunshine. Galaxy, Galaxy 2, Odyssey. Oh. Und Sunshine rettet dem Franchise noch ein Beat hier. Also Galaxy wäre da. Wenn ich die einzelnen machen würde, wäre Galaxy ein Beat hier. Es ist einfach nach Sunshine einfach nur eine pure Frechheit. So, Metroid. So, Metroid startet schon mal Minimum im A-Tier. Das Problem ist, wir bewerten komplett Metroid. Da zählt dann auch die Prime-Reihe mit rein. Und also mit Prime wäre es A-Tier. Ohne Prime, also nur die Prime ist die 3D-Reihe. Und ohne Prime wäre es S-Tier. Ich sage auch mal gute Nacht. Bis dann. Kadi, hab eine wunderbare gute Nacht. Vor Sunshine. Dann ist es 64. Dann wäre es irgendwo. Aber so generell, es gibt halt wenig Herausragendes. Ne, komm. Metroid packe ich in den S-Tier. So, Mother. I don't know. Ist Mother vor allem zweimal drin? Paper Mario. Komplett einfach. Komplett einfach. Paper Mario. Ja, es gibt auch Sticker Star, aber wir reden einfach nicht über Sticker Star. Und alle anderen sind aber gut. Ich habe Color Splash bei Boon komplett geguckt. Ich habe Origami King selber gespielt. Das ist, wir hatten sogar schon mehrfach Paper Mario im Stream. Ich habe mindestens 3 Paper Mario schon gespielt. Und ich freue mich so aufs Remake. Aber es wird so gut. Wer redet denn freiwillig über Sticker Star? Actually, ich werde mir Sticker Star wahrscheinlich irgendwann mal günstig auch schießen. Gebraucht und... Dann will ich wirklich mal komplett selber durchsuffern. Wahrscheinlich ist es wieder so ein Spiel, das ich zum Schluss sogar noch feiere. Pikmin. Boah, Pikmin. Pikmin ist schwierig. Ich habe den ersten Teil gespielt. Ich verstehe absolut, warum es geil ist. Es hat mir auch echt Laune gemacht. Aber. Diese Zeitbegrenzung, die du ja gar nicht so gesagt bekommst. Oder die du nicht einschätzen kannst, war ich jetzt gut, liege ich gut, liege ich schlecht? Weiß ich nicht. Paper Mario und Mario und Luigi haben etwas gemeinsam. Als es mit Stickern anfing, wird's scheiße. Nö, Origami King, das letzte Paper Mario war echt funny. Ich hatte meinen Spaß. Ich würde so ein gutes Beat hier packen. Also innerhalb der Tiers mache ich jetzt mal keine Unterscheidung und dann noch hin und her schieben. So. Wen wundert's? Ja. Da spricht der komplette Fanboy aus mir raus. Es ist Pokémon. Aber Pokémon ist geil. So. Punch-Out. Habe ich nicht gespielt. Kann hier rein. Smash Bros. Boah. Und egal, Origami King war genial. Außer das Kampfsystem. Zog die Waage gleich. Ja, das Kampfsystem war das nicht schlechteste, aber das... Es war komisch beim Paper Mario. Es war funny, weil sie was anderes gemacht haben. Du musstest ein bisschen nachdenken mit diesem Rotieren und die Gegner richtig alignen. Aber es war schon nett, aber irgendwie war es halt einfach ein bisschen zu anders. Pokémon war bei mir auch mal S. Pokémon ist immer noch S. Es war ein Rätsel-Minigame, kein RPG. Ja, ja.
Also hat Spaß gemacht. Deswegen, ich freue mich, wenn irgendwann mal ein neues Paper Mario wieder kommt. So in 3-4 Jahren wahrscheinlich dann Smash Bros. Also Minimum B-Tier. Actually ist das ein A-Tier. Wenn ein Vollidiot wie ich, der sich Kombos nicht merken kann, halbwegs mitspielen kann und auch mal gewinnen kann, ist es ein ausgeglichenes Ding. Ja, gut, gegen die ganzen Leute, die, was weiß ich, alles auf die Millisekunde genau timen. Hier kann ich nicht mitreden, aber... Nee, so casual macht Smash Bros. Schon wirklich, wirklich Laune. Splatoon hatten wir mal im Stream die, ich glaube, Splatoon 2, 3, für irgendein Splatoon gab es mal so ein, oder habe ich das überhaupt gestreamt? Weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall, man konnte es irgendwie am Wochenende kostenlos spielen. Und ich hatte echt Fun. Es ist Fun für das, was es ist. Es ist ein kleiner Arena-Shooter, ich glaube 4 gegen 4 oder 5 gegen 5, weiß ich nicht mehr. Und aber mit Farbe. Also, es ist funny. Das macht es schon ganz gut. Deswegen Splatoon? Ja, doch, doch. Ist witzig. Hat was. So, Star Fox. Da habe ich ja nur den einen Teil gespielt. Smash Bros. L. Na, guck mal, Sion sagt's auch. Meine Meinung ist, wird ja hier unterstützt. Dieses Mal, mal im Kampf einfach Sudoku lösen. Nee, wenn... Also ich denke mal, dass sie mit dem Remake schon ein bisschen abtesten. So, okay. Stickers, das sag ich schon. Origami King versus altes Prinzip. Und das Remake wird sich verkaufen wie Scheiße. Weil es wird jeder Affe und seine Oma auch streamen. Ich ja auch. Wenn es rauskommt, instant im Stream durchgeballert. Ich hab da so Bock drauf. Es ist halt... Ich finde Paper Mario 64 noch ein Ticken besser, aber das ist halt die Nostalgie, die damit schwebt. Aber ja. Ich nicht. Dann könnt ihr alle zu Herbstie gehen. Herbstie spielt dann nämlich was anderes im Stream. So, Star Fox. Ja, Lance wird mich töten, wenn er sieht. Star Fox, ein B-Tier? Was ist los mit dem Kerl? Der kündigt. Sieht er zum Glück nicht, von daher alles okay. Ja, warte. Oh, haha. Schwierig. Nee, es war schon funny. Wahrscheinlich habe ich mich nur zu genötigt gefühlt. Weil auf einmal noch Blackie dann auch dazu kam. Es... Oh, wo packe ich denn das hin? Ich habe auch viele Star Fox Games gespielt. Ich würde sie auch auf ein B vergeben. Ich habe halt nur 64 gespielt. Ich kann die anderen nicht beurteilen. Okay, dann bewerte ich jetzt einfach nur 64. 64... Ja, es war ein B. So, Legend kenne ich nicht. Was bist du? Das ist doch... Warte mal, das ist doch das, was wir vorhin hatten, ne? Das Poster in dem Spiel. Ich hab's gespielt dann endlich, mal Nier Automata. Oh Gott, ja. Hä? Endlich mal Nier Automata? Was sie auf Dave abwälzen? Wieso? Ich habe das im Stream sogar schon gespielt. Ich habe sogar noch die Aufnahmen von damals. Aber, oh, die muss ich schneiden. Ich hab keinen Bock. Xenoblade, nicht gespielt. Yoshi. Oh. Ja, oh, hm. Und Plattformer war's funny, ne? Aber auch nicht großartig. Zelda kriegt ein A. So. Ah, da wo wir. Ich glaube, abends habe ich gespielt. Halt. War aber nicht gut. So, Zelda A-Tier, weil. Das ist Zelda. Es macht Spaß. Hatte ich einen Zelda-Titel, der mir. Ja, Skyward Sword. Ja, Skyward Sword war grausam. Skyward Sword wäre weit, noch weiter unten als D-Tier. Boah, Skyward Sword zum Kotzen. Oh, verpiss dich mit Skyward Sword. Ich mag halt auch diese ganzen, nicht Spin-Offs, aber zum Beispiel sowas wie Phantom Hourglass, Spirit Tracks, die komplett eigene Mechaniken hatten, eben mit diesem Zugfahren, Bootfahren. Das war einfach geil. Also ich hatte bisher mit jedem Zelda wirklich Spaß. Es sind nicht so die krass herausragenden Dinge, wie zum Beispiel in Paper Mario 64. Aber overall sind es gute Spiele. Deswegen, das kann man mal gucken. Innerhalb der Tier. Wie spaßig war TOTK? Zu Beginn mehr. Es war so, es geht hoch die Laune. Und irgendwann war es einfach, Gott, ich spiele jetzt einfach die Story fertig und muss es nie wieder sehen. Also, da war das, also das Spiel war zu spaßig. Es hat zu viel geboten. Das war das Hauptproblem. Zelda ist für mich ein Beat hier. Zelda Breath of the Wild, Link of, Zelda ist für mich ein Beat hier seit Breath of the Wild. Link to the Past ist für mich S-Tier. Ja, und da ist halt der Unterschied. Mein erstes richtiges Zelda, das ich gespielt habe, war Breath of the Wild.
Ich spiele Zelda erst seit 7 Jahren. Zelda seit 7 Jahren. Stimmt schon so rum. So, bin ich komfort damit, dass Mario und Luigi, WarioWare und Arms in einer Kategorie sind? Ja, aus unterschiedlichen Gründen. Meins war auch Breath of the Wild. Ich mochte aber dann eben halt auch ein Ocarina of Time. Und beste Beispiel. Twilight Princess. Twilight Princess war halt geil. Ich sag auch mal gute Nacht, bis morgen. Dann Brave, hab eine wunderbare gute Nacht. Danke fürs dabei gewesen sein. Deswegen, so. Das Beat hier hat sich zu diesen, zu einem Sammelsurium an Spielen so, sind ganz okay, muss nicht sein. Actually ist wirklich zwischen A und B schon die Grenze. Finde ich gut, ist mir egal, will ich nie wieder anfassen. Kenne ich nicht. Im Ende, ja doch. S und A sind Spiele, die ich geil finde. Und B ist so, C ist so, ach du, nee. Und D ist halt einfach wirklich grausam. Wenn ich es jetzt halt nach Schulnotenprinzip mache. Ja, nee, ich bin actually... Kirby wäre eher so ein A-B-Ding, so dazwischen. Mit Kirby ist kein B, ist zu gut für die Spiele, mit denen sie in einer Liste ist, also im B-Tier. Aber ey, für A-Tier reicht es halt einfach nicht. Nee. Ich meine, es ist Ocarina of Time und Zelda Games... sind auch echt nice, aber die werden immer so übertrieben vergöttert und das fühle ich halt gar nicht. Für mich ist das ist nie so eine Offenbarung, wie das alle hinstellen. Ich rede auch nur davon, dass sie gute Spiele sind. Fühlte mich immer sehr unterhalten. Deswegen, ja, dieses Zelda ist Best Franchise, na, das nicht. Nee, aber für das, was es tut, für das, was es mir bietet, hat es immer sehr viel Spaß gemacht. Und danach sollte man halt Spiele bewerten. Deswegen ist Mario und Luigi jetzt auch nur in C-Tier. Das funktioniert. Heute zum Beispiel war ein Mario und Luigi-Stream, der lief ja. Das war nicht so schlimm. Die Steuerung ist zwar immer noch grausam, unintuitiv, ekelhaft. Aber ja. Ich glaube, ich bin mit der Liste sehr d'accord. Habt ihr Dinge anzuprangern? Ja, wahrscheinlich, dass Golden Sun im Fragezeichen-Tier ist, weil ich es nicht gespielt habe. Das ändern wir noch. Und Xenoblade war halt auch immer, es sind einfach so Riesenspiele, keine Lust drauf, dauert mir zu lang. Weil ich weiß halt, dass ich, wenn ich Xenoblade spielen würde, die Lust verlieren würde. Vieles. So, komm. Haut raus, was euch stört. Gibt's auch einen Switch-Emulator. Was? Achso. Moment. Um was geht's gerade? No, Oracles of Ages and Seasons. Ja, ist auch im Switch-Emulator. Und ich habe beide auch noch, auf meinem 3DS, weil bevor der Shop abgeschaltet wurde, war auch vieles nochmal ein bisschen billiger. Das habe ich nochmal rumgeguckt und habe mir dann gedacht, so, Oracles of Ages, Oracles of Season, ja, die kannst du irgendwann mal streamen. Komm, kaufst du dich, glaube ich, jeweils einen 5er oder so haben die gekostet, deswegen war okay. Pokémon ist eindeutig B. So, Feathers ist jetzt eindeutig Band? Nein, natürlich nicht. F-Zero und Bayonetta 8 hier kann ich nicht nachvollziehen. Ich mag Hack'n'Slash-Games und F-Zero ist ein schöner, funny Speedracer. Kirby auf B stört mich, weil Kirby und das Vergessene Land wirklich mega war, selbst als Jump'n'Run-Noob. Habe ich nicht gespielt. Ich habe halt vor allem die alten Kirbys gespielt. Und die waren so, ja, die Mechaniken sind ganz nett, aber viel hat es mir nicht geboten. Deswegen mag sein, dass Kirby mittlerweile besser ist, habe ich halt nicht gespielt, weil mich die Spiele, die ich früher gespielt habe, eher davon abhalten, mir nochmal ein Kirby-Spiel zu kaufen. Actually stört mich ja gar nicht wirklich was. Überrascht mich sehr. Das sind ein paar Sachen, die ich vielleicht um eine Tierstufe versetzt hätte. Aber so all in all passt mir das. Ich finde eigentlich nur F-Zero... Was? Ich finde eigentlich nur F-Zero Arschritz. Ich mag F-Zero. Punkt. Es ist ein schöner Racer einfach. Er muss nicht viel machen. Du heizt halt mit... ein paar hundert km/h statt mit 180 oder 300 maximal Topspeed über die Piste. Und das funktioniert. Deswegen war ich so, könnt ihr euch noch an die Nintendo Direct erinnern, als F-Zero 99 angekündigt wurde und ich so, oh, F-Zero? Oh, 99. Ja, guck mal rein. Wir hatten da echt Spaß mit. Das ist
wenn man F-Zero 33 draus gemacht hätte, wäre das wirklich geiler gewesen. Die Strecke ist einfach mit 99 zu voll. Ist halt so. Und deswegen, ich würde haben. Ja, F-Zero macht halt das Wichtige, was Mario Kart falsch macht, eben mit dem Skill wird belohnt. Mit Skill bist du weiter vorne. Dafür ist halt Mario Kart insgesamt mehr funny, aber halt das Rubberbanding. Aus den beiden zusammengepresst könnte man so einen geilen Racer machen, Nintendo. Überlegt's euch. Weiß ich nicht, Mario Kart Zero. Mario Kart Zero, wäre doch geil. Wir haben eins wieder dodged. Ja, ja, Golden Sun ist. Ja, ich habe schon gelesen, aber ich habe es nicht gespielt. Ich kann nicht viel dazu sagen. Deswegen, das kommt irgendwann die nächsten Monate. Spielen wir Golden Sun im Switch-Emulator. Und wenn mir der erste Teil richtig gut gefällt, spielen wir den zweiten Teil dann auch noch. Verstehe mich nicht falsch. Ich verstehe nicht, warum nur A-Tier bei beiden Games. Für meine beiden S-Tier. Was F-Zero und Mario Kart? Weil beide Super Mario auf B. Der hört mich wahrscheinlich nicht. So. Schnitzler hat mir nämlich die Liste gerade geschickt, weil er das bei sich im Stream gemacht hat. Und ich mich nebenbei aufgeregt habe. Deswegen wollte ich das jetzt selber machen dann auch noch. Nee, aber so generell, wie gesagt, die habe ich halt einfach nicht gespielt. Warum ist hier zweimal Mother? Ist das ein Fehler? Also, Mother ist Earthbound, ne? Habe ich halt nicht gespielt. Da kommt Ness her, das weiß ich. Punch-Out, ich kenne halt das ist alte Ding da, aber ist das wirklich ein ganzes Spiel? Ich weiß es nicht. Rhythm Heaven nie gehört. Genauso wie das da. Rhythm Heaven und Legendary Starfy. Never heard. Nö, ich bin sehr confident mit der Liste. B-Tier ist halt so, es sind keine schlechten Spiele, aber es fehlt halt immer was, dass sie halt wirklich durchgehend Laune machen. Und also da fehlt es komplett an alle. Das ist, nee. Nö, ich bin damit sehr zufrieden. Und ja, die S-Tier-Reihe war eigentlich zu erwarten bei mir. Ja, komplett. Nö, ich bin d'accord damit.